Hallo zusammen, ich bin Benny. Wir sind heute mit Europe at Eye Level in Köln, zusammen mit der Hanna. Ganz genau, und wir befragen heute die Leute zur Landtagswahl, die in 2 Wochen ansteht. Jawohl, ich gehe zur Landtagswahl. Ja. Ja. Das tue ich, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, denk schon, ja. Aber selbstverständlich. Ich kann leider nicht wählen, weil ich einen türkischen Pass habe. Ich habe keinen deutschen Pass, aber ich würde gerne wählen. Selbstverständlich. Nein, weil ich allgemein nichts von der Politik halte. Nee, eigentlich noch nicht gut genug, aber ich werde mich schon im Vorfeld noch darüber informieren. Ja, also Tagesgeschäft nehme ich wahr, aber wenn es dann um eine Wahl geht, glaube ich, ist es schon an der Zeit, dann kurz vor, sich nochmal intensiver mit der einen oder anderen Thematik auseinanderzusetzen. Nein, nicht besonders. So gut es geht, ja. Auch heute jetzt auf der Straße waren auch viele politische Parteien unterwegs und deswegen finde ich die Information an sich eigentlich gut. Nicht so richtig gut, aber ein bisschen. Ja, eigentlich sehr gut sogar, würde ich sagen. Also natürlich informiere ich mich halt selber. Ich achte selber darauf, um an die Information zu kommen. Aber es gibt ja ausreichend Quellen, wo man seine Informationen herkriegt. Informiert schon, weil ich in der Schule so wie LK habe. Und ich habe einen super Lehrer. Jede Woche neue Berichte über alles. Wir gucken auch zusammen halt News. Ich schon. Also ich lese eigentlich täglich Zeitung. Morgens immer. Also da fühle ich mich doch ganz gut informiert. Ich denke mal, vielleicht so ein bisschen mehr in sozialen Medien könnten manche Parteien vielleicht doch noch mehr auftauchen. Hier gibt es so zwei Plakate, wo ich sage, passt. Ein paar Plakate gefallen mir nicht, aber gut, das ist ja Geschmackssache. Also ich habe es auf jeden Fall wahrgenommen. Man merkt, dass sie, glaube ich, etwas moderner werden im Ganzen. Ich habe bestimmte Dinge positiv wahrgenommen, aber auch welche negativ wahrgenommen. Ja, also das, was sie ausstrahlen wollen tatsächlich. Angesprochen selbst fühle ich mich weniger. Ich bin ja in einer festen Partei zugehörig, daher lassen sie mich alle ein bisschen kalt auch. Ja. Ich habe von irgendeiner Partei gesehen, da stand irgendwie in Zukunft keine Staus mehr. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Sehr unterschiedlich. Teilweise auch lustig, je nachdem, welche Partei man, wenn man die Partei sich anguckt oder so. Ich finde, wenn man nur die Kampagne von der FDP sieht, finde ich eigentlich ganz ansprechend. Mal irgendwie habe ich den Eindruck, mal was Neues. Die Kampagne der Grünen, die finde ich echt ganz, ganz komisch, also irgendwie gar nicht, nehme ich gar nicht wahr. Ja, und hier SPD und CDU, also Standard. Ja, man schaut hin, ja, aber man weiß ja ungefähr, wen man wählt, ja, also. Wenn sie gut angebracht sind, ist es in Ordnung. Wenn man sich nicht gerade stößt dran. Wie überall, denke ich mal, Flüchtlingskrise oder Flüchtlinge. Bildungspolitik, ja, ist halt unser Alltag, so, ne? Uni, ja, Schule, so auch. Schule auch, wie es so aussieht. Ja. Ich persönlich finde das mit den Fahrradwegen auch recht wichtig. So als Kölner finde ich, hat man da doch einen großen Mangel, so, ne? Es sollte ein Grundeinkommen jetzt endlich ermöglicht werden. Das wäre eine sehr gute Maßnahme. Denn wenn man den Firmen durch Steuerersparnisse das Geld vorne und hinten reinschiebt, kann man auch jedem normalen kleinen Bürger vielleicht da auch mal was zukommen lassen. Ne? Unabhängig davon, ob jemand arbeitet oder nicht. Das wäre dann die optimale Situation. Bildungspolitik, Nachhaltigkeit. Also ich finde, wichtig ist Bildung für unsere Jugend, damit wir später mal Rente kriegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Mit der Abschiebehaft, das muss sich natürlich besser werden, damit die Anschläge hier nicht so in Deutschland sind. Und Thema Nummer 3 ist, ja, wie gesagt, wenn ich dann sehe, in Köln die Oper, 500 und Millionen, für was? Gut, sei es drum. Auf was ich sehr viel Wert lege, ist eigentlich auch in Deutschland Altersarmut zum Beispiel. Das ist ein Riesenproblem, finde ich. Auch wenn wir junge Leute sind, muss man darauf halt sehr viel Wert legen. Die Flüchtlingsprobleme gibt es jetzt auch die letzten Jahre. Da muss man auch eine schöne Lösung finden, denke ich. Für mich persönlich ist Top-Thema Nummer 1 Infrastruktur, Staus, Verkehr. Zweites Thema Wohnlagen. Zurzeit definitiv die Flüchtlingspolitik.
Sicherheit. Das ist das Wichtigste, ja, Sicherheit. Und fürs Alter, also das für Renten, dass da was gemacht wird. Und auch für die jungen Leute, dass sie Ausbildung bekommen. Natürlich für die Senioren, was wird getan. Mhm. Und was wird für die Gesundheit und die Bildung getan in unserem Land. Und ich würde sagen, für die Bildung wird nicht viel getan. Flüchtlingspolitik, wie es mit Europa weitergeht, Stichwort Finanzkrise und so weiter. EU, dann Flüchtlingspolitik auf jeden Fall nochmal. 70? Würde schon sagen 100%, ne? Zu 100%. Ja, ich auch. 100? Ja, vielleicht 60%. Zu 100? 70. Natürlich, vom Grund her bin ich immer noch Deutscher, klar. Ich weiß, wo meine Heimat ist. 100. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mich als Europäer fühle, ne? 100%. Oha, ich Philosophiestudent bin ich. Jetzt müsste ich eigentlich sagen 0, denn ich bin Weltbürger, aber ich komme aus Europa. Ich bin in Deutschland geboren. Also so oberflächlich könnte ich sagen 100%. 60-70% auf jeden Fall Europäer. Vielleicht auch 80%, ja. Zu 100%? Zu 100%, ja. Ich bin Europäer. Ja, ich habe sogar ein sehr hervorragendes Megafon. Ja, das sagt alles, ne? Demonstriert, ja, habe ich schon mal, ja. Nein. Noch nie? Noch nie. Ja, für die Tiere. Ja, ehrlich gesagt, vor einer Woche das erste Mal. Möchtest du sagen, warum? Ja, das war in Nauen, das war, also da ist hier jetzt mal so ein Nazi-Aufmarsch und da war ich mit meiner Schwester. Halt als Gegendemo. Nö. Ja. Ja, ich auch. Als diese ganze Pegida-Geschichte war. Pegida und ich habe gegen G8 demonstriert damals. Ja, stimmt, da war ich auch. Ganz groß gegen G8. Ja. Nein. Noch nie. Noch nie. Nee, habe ich noch nicht. Ja. Da war ich noch auf der Realschule. Gegen den Irakkrieg. Ja. Nein. Ja, die letzte war halt letzte Woche, ne? Hier, Bund für Köln. Nicht wirklich. Weil ich meine, in Deutschland, wir sind ein Rechtsstaat, Sozialstaat, wir haben ja alles. Ich fühle mich hier wohl. Ich muss nicht demonstrieren.